Herzlich willkommen zu Stricken mit Bleeder. Heute zeige ich dir, wie du verkürzte Reihen in Runden stricken kannst. Als Beispiel habe ich hier meinen Herbstpullover, eine schöne Anleitung für Anfänger. Du kannst die verkürzten Reihen natürlich auch bei jedem anderen Pullover anwenden. Ja? Ich stricke hier in dem Video mit der Tweedwolle von Atelier Zitron. Die kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Die ist so wahnsinnig flauschig und weich. Also ich bin ganz begeistert. In der Anleitung zum Herbstpullover stricken wir mit einem anderen Garn. Entweder mit dem Drops-Garn Merino Extra Fein oder mit der Langjans Merino 120. Aber hier möchte ich dir auch nur die Art zeigen, wie ich meine verkürzten Reihen stricke. Und deswegen ist das vollkommen wurscht, mit welchem Garn ich jetzt stricke. Also du bist am runden Anfang. Du hast dein Bündchen, dein Halsbündchen fertig gestrickt. Strickst jetzt eine Runde komplett rechte Maschen. Ja, einmal komplett rum, wieder bis zu deinem runden Marker, also zum runden Anfang. So, da ist der runden Anfang. Bis dahin stricken wir jetzt noch rechte Maschen. Das ist praktisch die eine Runde rechte Maschen, das ist praktisch die Vorbereitung für die verkürzten Reihen. So, ich zeichne dir das jetzt mit zum besseren Verständnis auf. Also das ist jetzt hier dein Kragen. Da ist der Rundenmarker, also der Rundenbeginn. Und so, das ist der Rundenmarker. Das sind deine Raglanmarker, die zeigen dir hier die Ärmelchen an, der Bereich der Ärmel. Da ist auch der Bereich der Ärmel. So, und hier ist unser Vorderteil. Wie gesagt, da ist der Rundenanfang. Das ist dann Rückenteil 1 und Rückenteil 2. Ja, also der Rundenmarker ist zwischen Rückenteil 1 und Rückenteil 2. Dann stricken wir jetzt gleich über den Rücken, also Rückenteil 1, über die Ärmel bis ins Vorderteil rein. Und das machen wir jetzt als erstes. Ich habe dir ganz vergessen zu sagen, wir müssen auch jetzt mit den Raglanzunahmen anfangen. Ja, laut Anleitung. Und deswegen zeichne ich dir das jetzt hier nochmal ein. Also an diesen Raglan Markern finden gleich unsere Raglan-Zunahmen statt. Das findest du aber alles in der Anleitung. Das zeichne ich jetzt nur auf zum besseren Verständnis. Also da werden die Raglan-Zunahmen gestrickt an den runden, an den Raglan-Markern. So, wir sind jetzt erstmal am runden Anfang. Stricken alle Maschen rechts, bis eine Masche vor den ersten Raglan-Marker. Meine Raglan-Marker sind hier in dem Video grün. Der Rundenmarker ist lila. So, also da ist der erste Raglan-Marker. Das ist der Wechsel vom Rückenteil zum Ärmelchen. So, die letzte Masche vor dem Raglan-Marker wird jetzt verdoppelt. Dazu habe ich auch noch einige Videos, wie man Raglan strickt, also wie man die Maschen verdoppelt. Da gehe ich jetzt hier nicht näher drauf ein. Okay, und die erste Masche nach dem Raglan-Marker wird auch verdoppelt. Jetzt sind wir im Ärmelbereich. So. Da haben wir unsere Raglan-Zunahmen gestrickt und jetzt sind wir hier im Ärmelbereich, ne? Und müssen da nochmal am nächsten Raglan-Marker auch wieder zunehmen. Also Raglan-Zunahmen stricken.
Und dafür strickst du jetzt bis eine Masche vor den nächsten Raglanmarker. So, und da sind wir auch schon. Da ist der grüne Raglanmarker und die letzte Masche vor dem Marker wird verdoppelt. Marker überheben und die erste Masche nach dem Raglanmarker wird verdoppelt und jetzt sind wir auch schon im Vorderteil. So, wo ist das Tablet? Okay. Also an dieser Stelle sind wir jetzt. Und da fangen wir jetzt an mit unserer verkürzten Reihe bzw. mit einer Wendemasche. Hört sich ganz kriminell an, ist es aber gar nicht. Du musst dir keine Sorgen machen. Wir stricken das jetzt einmal komplett zusammen durch. So, du hast ja jetzt drei Maschen nach dem Raglanmarker. Wendest deine Arbeit. So, einmal einfach nur wenden. So, da siehst du die drei Maschen. Dann legst du den Faden nach vorne und hebst die erste Masche von der linken Nadel einfach nur auf die rechte Nadel und ziehst ganz feste den Faden nach hinten. Ja? So, und da siehst du, da hat sich eine Doppelmasche gebildet und das möchten wir auch gerne so. Und jetzt befindest du dich ja praktisch auf der Rückseite und deswegen werden jetzt alle Maschen links gestrickt. Also wir stricken jetzt wieder in die andere Richtung zum runden Marker hin. Ja, befindest dich auf der Rückseite, deswegen werden jetzt alle Maschen links gestrickt. Raglanzunahmen finden sowieso nicht auf der Rückseite statt, das weißt du. Und wir stricken jetzt bis zum runden Anfang. Also hier wieder zurück. Und treffen uns dann am runden Anfang wieder. Okay, da ist der lila Marker, der signalisiert uns, dass wir jetzt am runden Anfang sind oder am runden Ende. So, wo sind wir? Da, ne? Okay. Und jetzt müssen wir natürlich auch auf der anderen Seite verkürzte Reihen stricken. Und stricken wieder bis ins Vorderteil rein. Aber Raglanzunahmen finden nicht an den Markern jetzt statt, weil wir auf der Rückseite sind. Also du strickst weiterhin alle Maschen links, runden Marker überheben und bis ins Vorderteil stricken. So, da kommt der nächste Raglanmarker. Wie gesagt, keine Zunahmen stricken, da wir ja auf der Rückseite sind. So, und nochmal zur Orientierung. Wir sind im Ärmelbereich gerade, ne? Auf der Rückseite des Ärmelbereiches. So.
Und da kommt der Marker, der uns anzeigt, dass wir jetzt ins Vorderteil kommen. Also hier ist der Rundenanfang, da sind die Marker, die Racklernmarker, hier ist das Vorderteil. Und wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir unsere Wendemasche stricken müssen. So, jetzt kannst du was sehen, ne? Okay, also an der Stelle sind wir jetzt gerade auf der Rückseite und wir wenden jetzt wieder unsere Arbeit. Ich habe jetzt hier in dem Video 3 Maschen nach dem runden Marker gestrickt, da habe ich mich vertan. Du müsstest eigentlich nur 2 Maschen stricken, ja? Aber das ist ehrlich gesagt halb so wild. So, also wir haben jetzt unsere Arbeit gewendet und müssen jetzt wieder zurückstricken, ja? So, und da, weil wir dann wieder auf der Vorderseite sind, müssen wir auch Raglanzunahmen stricken. Okay. So. Also du hast deine Arbeit gewendet und hebst dann die erste Masche. Na, es muss auch scharf werden. So, jetzt aber die erste Masche einfach ab. Ziehst den Faden fest an und es bilden sich 2 kleine Rippchen, unsere Doppelmasche. So, wie gesagt, ich hatte 3 Maschen gestrickt. Du hättest 2 Maschen stricken müssen. Aber das ist nicht wirklich schlimm, ob du jetzt 2 oder 3 Maschen strickst. Das ist nicht so wild. So, wir sind jetzt an dem Raglanmarker, müssen die Masche vor dem Raglanmarker verdoppeln und die erste Masche nach dem Raglanmarker wird auch verdoppelt. Und weil wir ja auf der Vorderseite sind, stricken wir jetzt alle Maschen rechts. Also irgendwie rutscht hier meine Kamera die ganze Zeit, das ist echt unglücklich. So. Und ich muss sagen, das Garn lässt sich so schön stricken. Ich glaube, ich muss mir damit noch einen Pullover machen. Das ist wirklich so angenehm. Ich bin ja extrem empfindlich, was Wolle angeht. So kratzempfindlich. Und die kann man so auf der Haut anziehen. Das ist wirklich toll. Freue ich mich richtig. So, jetzt sind wir wieder am Raglanmarker. Die letzte Masche vor dem Raglanmarker wird verdoppelt, die erste Masche nach dem Raglanmarker wird verdoppelt. Jetzt stricken wir fleißig einfach wieder rechte Maschen bis zu unserem runden Anfang. So, wir sind am runden Anfang. Also schauen wir nochmal auf unsere Zeichnung. So, da sind wir jetzt und wir müssen jetzt nochmal zu unserer Wendemasche stricken. Dahin. So, wir haben jetzt einmal verkürzte Reihen gestrickt. Ich möchte aber gerne noch eine Runde verkürzte Reihen stricken. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum? Und zwar möchte ich, dass, ja, wie soll ich das erklären, dass am Vorderteil, also ich möchte ja, dass das Vorderteil, der Kragen vom Vorderteil, ein bisschen weiter runter in die Brust geht als am Rücken, damit der Sitz einfach besser vom Pullover ist. Und je größer ein Pullover ist, umso mehr würde ich auch verkürzte Reihen stricken. So, wir sind ja jetzt auf der Hinseite, sind am ersten Raglanmarker, müssen natürlich wieder unsere Raglanzunahmen stricken und befinden uns jetzt im Ärmelbereich. Und stricken so lange, bis wir in das Vorderteil kommen, wo wir die Doppelmasche finden.
So, noch mal eine Raglan-Zunahme. Raglan-Marker überheben und dann sind wir im Vorderteil. Und jetzt strickst du, ja, erst noch die Raglan-Zunahme und dann strickst du bis zur nächsten Doppelmasche. Ich zeige dir das jetzt hier mal. So, diese zwei Rippchen, ja, das ist unsere Doppelmasche, die Wendemasche, die wir vorhin gestrickt haben. Und die strickst du einfach komplett zusammen ab. Also als ob es eine Masche wäre, ist ja eigentlich auch nur eine Masche. So, nochmal schön fester anziehen. Eine Masche rechts und die Arbeit wieder wenden. Schauen wir nochmal auf unsere Skizze. Also hier sind wir gerade, ja. So. Und müssen wieder zurück über den runden Marker auf die andere Seite des Vorderteils, ja. Um da dann wieder eine Wendemasche zu ziehen. So, also die Arbeit wenden, dann befindest du dich auf der Rückseite, hebst die erste Masche der linken Nadel ab mit dem Faden nach vorne, so, hebst sie auf die rechte Nadel und ziehst den Arbeitsfaden feste nach hinten, ja, halt den ruhig ein bisschen auf Zug, damit nachher nicht irgendwie so unschöne Löcher entstehen. Und du befindest dich jetzt wieder auf der Rückseite. Und auf der Rückseite werden keine Raglan-Zunahmen gestrickt. Und alle Maschen werden links gestrickt. So, Marker, den Raglan-Marker einfach überheben. Genau. So, ich lasse das jetzt einfach mal im Hintergrund weiterlaufen. So, Raglan-Marker heben wir einfach noch über und das schaffst du auch ganz alleine und wir treffen uns dann am runden Anfang wieder, am runden Marker. Okay, da ist auch schon der runden Anfang. Du befindest dich immer noch auf der Rückseite. Hier die grünen, das sind deine Raglan-Marker. Und du strickst jetzt bis zu dem zweiten Raglan-Marker, also bis zum zweiten grünen Marker. Runden Marker einfach überheben und dann sehen wir uns am zweiten Raglan-Marker wieder. Okay, und da sind wir schon. Also so sieht's aus. Wir sind im Ärmelbereich und da kommt der zweite Raglan-Marker. Und den hebst du über und dann befindest du dich im Vorderteil, auf der Rückseite des Vorderteils. Jetzt strickst du wieder zur Doppelmasche. So, da ist unsere Doppelmasche und die stricken wir einfach zusammen links ab. Ja, also einfach so behandeln, als wäre es eine Masche. Strickst du eine weitere Masche links, wendest deine Arbeit. Hebst die erste Masche der linken Nadel wieder auf deine rechte Nadel und ziehst den Faden fest an. Dann hat sich wieder eine Doppelmasche gebildet. Du befindest dich jetzt auf der Hinseite und an den Raglan-Markern werden wieder Zunahmen gestrickt. Also letzte Masche vor dem Raglan-Marker wird verdoppelt und die erste Masche nach dem Raglan-Marker wird verdoppelt. Jetzt
Schlüssel wieder im Ärmelbereich, strickst zum nächsten grünen Raglanmarker. So, strickst deinen Raglan zusammen an dem Raglanmarker und bist wieder im Rückenteil. So, und da ist auch schon unser Rundenanfang und ich bin jetzt fertig mit meinen verkürzten Reihen. Du kannst selber entscheiden, ob du jetzt gerne noch eine Runde verkürzte Reihen stricken möchtest oder nicht. So, das alles, was ich dir gezeigt habe, war praktisch dann die erste Reihe. Ja? Und weil ich jetzt aufhöre mit meinen verkürzten Reihen, ich stricke jetzt ganz normal nach Anleitung weiter, befinde ich mich jetzt nach dem runden Marker in Runde 2. So, beim Pullover in Runden stricke ich immer so, dass eine Runde Raglanzunahmen gestrickt werden, die zweite Runde werden keine Raglanzunahmen gestrickt, ja. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Runde und deswegen hebe ich die Marker, also die Raglanmarker einfach über und stricke keine Raglan-Zunahmen. Nur, dass du dich jetzt hier nicht wunderst. Aber das findest du alles in der Anleitung zum Herbstpullover, den man natürlich auch zu jeder anderen Jahreszeit anziehen kann. Genau. So, und jetzt sind wir im Vorderbereich. Und da findest du jetzt noch eine Doppelmasche. Und diese Doppelmasche wird genauso behandelt wie vorher auch. Also einfach zusammen rechts abstricken. Wir müssen jetzt keine Arbeit mehr wenden. Verkürzte Reihen, das ist durch das Thema. Müssen halt nur noch die Nachwehen praktisch abstricken. Also diese diese Doppelmasche. Genau. So, und ich zeige dir jetzt gleich noch den Unterschied zwischen dem Vorderteil und dem Rückenteil, wie das dann gleich aussieht. So, und jetzt zählen wir mal nach, ob wir auch alle Raglan Zunahmen gestrickt haben und auf beiden Seiten gleich sind. Das ist der Ärmelbereich, der hat 19 Maschen in meinem Fall. Das kann bei dir eine ganz andere Maschenzahl sein. Und hier sind wir auch bei 19 Maschen. Perfekt. Wunderbar. So, und nicht wundern, wir haben ja im Vorderteil noch eine Doppelmasche, ja? Und die wird wie die anderen Doppelmaschen zuvor auch einfach zusammen abgestrickt, ja? Also wie eine Masche behandeln. So. So, dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich einfach am runden Anfang wieder. Okay, da ist unser runden Anfang und du siehst, da haben wir schon einige Reihen in glatt rechts und vorne im Vorderteil eben nicht. Und so kommt das, dass nachher das Rückenteil ein bisschen weiter oben ist und das Vorderteil ein wenig weiter
oder tiefer sitzt. Ne? Ja, und dann sind wir jetzt auch tatsächlich schon fertig. Ich hoffe, das Stricken mit Blida hat dir Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos zu verpassen. Mir ein Like hinterlässt. Ja, und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Hab eine schöne Zeit bis dahin und bis bald, deine Blida.